Ich muss es loswerden und es kommt von Herzen. Liebe Caroline, wir kennen uns schon viele Jahre, schätzen uns und ich gratuliere sehr, sehr herzlich zur Schwangerschaft. Dankeschön. Dankeschön. Und ich gratuliere dir, mein lieber David, denn du wirst zum ersten Mal Onkel. Vielen Dank. Ja. Gut gemacht. Genau das. Ich habe mir wirklich vorgestellt, wie das für Eltern gewesen sein muss. Ihr habt zwei Kinder, ja? Euch beide. Soweit wir wissen, ja. Beide sind super erfolgreich in der Comedy-Szene. Was um Himmels Willen haben die Eltern mit euch durchgemacht? Durchgemacht? Ja, wart ihr nur albern? Wart ihr nur Witze am Erzählen? Spökes zu machen? Also für meinen Teil kann ich sagen, ja. Also wir sind ja in den 80ern groß geworden und da hatte mein Vater schon eine Kamera, eine sehr große. Da hat man noch VHS-Kassetten ganz rein gemacht. Und die war immer an. Und wenn die an war, dann war ich auch, ich war on fire. Ich habe gesagt, ich will was vormachen und dann will ich was vortanzen und dann will ich was singen und dann tausend Sachen vormachen. Und es gibt eine Szene, da will ich wieder Weihnachten irgendwas vormachen und dann sagt mein Vater so, jetzt reicht's, reicht jetzt, ne? Jetzt will ich auch mal den David filmen. Ja, das ist so eine Frage, du bist 4 Jahre älter als er. Wie war das? Du warst das Prinzesschen oder auch was auch immer, keine Ahnung, jedenfalls der Star in der Familie, ganz klein, ja. Warst du nie, oder? Das Prinzesschen? Was? Nee. Ich weiß es nicht. Nee. Naja, auf jeden Fall die große Nummer, weil eine andere gab es noch nicht, bis er kam. Ja. War das eine Bedrohung? Gar nicht. Null. Also ich kenne das ja auch viel von Bekannten und Freundinnen, die sagen, die Erstgeborenen werden dann vom Thron gestoßen und sind dann total eifersüchtig auf das Geschwisterchen. Das gab es bei mir überhaupt nicht. Ich glaube, meine Eltern haben wissentlich oder unwissentlich einfach die Geburt von meinem Bruder sehr gut gespoilert, sehr gut angekündigt, weil es hieß nie, Mama und Papa kriegen noch ein Kind oder so, sondern es hieß immer, du kriegst ein Geschwisterchen, du kriegst ein Brüderchen. Bei der Mama im Bauch ist ein Brüderchen drin, das ist für dich. Ich habe zwar nicht verstanden, warum die den Umweg gehen über diesen Bauch, ich weiß noch, dass ich immer dachte, warum schluckt die den erst runter? Wieso? Ich bin ein Geschenk. Gib mir den doch direkt. So. Aber es war ganz klar, ich habe wirklich als Kind das Gefühl gehabt, meine Eltern machen einen Menschen und der gehört dann mir. Oh. Und so sehe ich auch aus auf den Fotos. Da ist dieser, der David war wahnsinnig. Wie schwer warst du? Unnormal, fast 5 Kilo, so ein Ding. Und ich bin ich benutze den wie so eine Puppe. Ich bin total begeistert gewesen. Ich bin wohl auch da durchs Krankenhaus. Ich habe ein Brüderchen, ich habe ein Brüderchen. Also, war toll. Ich weiß es nicht genau, aber so angeblich war das so. Aber sie ist ja deine ältere Schwester geblieben. Ja. Beim Aufwachsen war es so, dass sie den größten Einfluss auf dich hatte. Wollte sie dich erziehen? Weiß ich gar nicht so genau. Ich weiß nur, dass ich immer gerne zu Caroline gegangen bin, um mir so Sachen fürs Leben erklären zu lassen, lieber als zu den Eltern. Das war immer ganz praktisch. Ja, ich habe anscheinend auch, das hatte ich vergessen, aber in unserem Podcast, wo wir nochmal so durch unser gemeinsames Geschwisterleben gegangen sind, habe ich auch erfahren, dass ich den David anscheinend aufgeklärt habe. Hatte ich verdrängt. Angeblich, ich habe das nämlich gehört, auf dem Rücksitz eines Autos. Ja. Nicht eines, sondern vom Vater. Vom Vater, genau, das ist eine wichtige Info. Wir sind gefahren und dann hat die mir erklärt, wie das alles so läuft, wenn man Sachen vorhat. Und dann konnte ich das nicht glauben. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Ich weiß nur noch, als ich diese Info gehört habe, dachte ich, die verarscht mich. Und dann habe ich den Vater auf dem Fahrersitz gefragt und der hat nur durch den Rückspiegel gesagt, ja, das stimmt. So ist das. Shit. Krass, fertig. Ja. Ich muss sagen, ihr seid beide wahnsinnig witzig. Ihr habt daraus euren Beruf gemacht. Ja. Woher kommt das? Ich meine, bei manchen Musikern weiß man schon, die ganze Familie ist musikalisch. Ja. Waren die auch so witzig, die Eltern? Wie war das bei euch zu Hause? Also wir hatten nie eine Vorgabe, was so Beruf angeht. Also ich erinnere mich, dass es immer alles so wurde so offen gelassen. Es waren jetzt keine Karrieren von den Eltern da, wo man sagte oder wo ich gesagt habe, das will ich auch machen. Und man hat immer alles irgendwie zugelassen. So, probier dich aus, mach was du willst. Aber wie waren die Eltern? Waren die so witzig? Haben die euch das vorgelebt? Die sind unfreiwillig komisch manchmal. Wie gemein. Aber jetzt nicht so
Ja, es ist nicht so showig, ist aber interessant, witzig auf jeden Fall. Ja, doch. Also ja, es hat schon... In so Show-Momenten, also die haben schon auch ihre Show-Momente. Ja, gut, das stimmt auch. Es gibt auch so Geburtstage. Familieninterne Feiern, da wird schon mal abgeräumt. Vom Vater auch auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Mit Musik oder mit Musik, Entertainment, Witz, alles. Wir hatten letztens eine Familienfeier, da haben wir performt. Und mein Vater hat einen Joke nach dem anderen geballert. Und nachher kamen alle so, ey, jetzt wissen wir, woher die das haben. Und dann hat er gesagt, nö, wieso, ich hab's doch noch. Sehr gut. Aber... Bürgerliche Berufe, ganz normale, oder? Ja, Banker und Sozialpädagogin. Und ich glaube, dass bei uns auch, also ich glaube, unsere Eltern waren auch immer sehr interessiert an gutem Entertainment. Also was ja auch in Köln sowieso immer eine Rolle spielt, ist ja wirklich der Karneval. Und wir waren sehr viel unterwegs, meine Eltern vor allen Dingen im alternativen Karneval. Wir haben früh die Stunksitzung gesehen und das war für mich so, weiß ich noch, die ersten Menschen auf der Bühne, die dann auch Sachen erzählt haben, die dann bis Leikel waren, die kirchenkritisch waren und mein Vater ist das total abgefeiert. Gabi Köster habe ich auf der Bühne gesehen. Genau. Das war für mich die erste Frau, die alleine auf der Bühne stand und aus sich heraus lustig war, die nicht Stichwortgeberin war für einen lustigen Mann oder eben die, über die ein Witz gemacht wurde. Und das war für mich total krass. Ach so, ich weiß noch, da hatte sie so eine Nummer, wie hieß sie nochmal, die dümmste Praline der Welt, hat so eine Blondine gespielt. Die hat immer so, jede Datei auch in Lila und so. Und ich konnte die ganze Nummer auswendig und musste das dann immer vormachen. Und so. Also dieser Entertainment-Part, der hat immer eine große Rolle gespielt bei uns. Und wir haben so gelernt, dass das etwas ist, was man wertschätzen kann und dass das was Cooles ist. Und ja, dass man selber was vormachen wollte, das war sowieso schon immer drin. Und dann haben wir wahnsinnig viel Fernsehen geguckt als Kinder. Und das ist aus uns geworden. Ja. Wir gegen die ist eine Show, die gerade läuft bei ProSieben mit großem Erfolg, wo Geschwister gegen euch antreten. Ja. Ich liebe diese Show so sehr. Ja. Und da kommt es ja darauf an, wie Geschwister sich auch gegenseitig kennen und einschätzen können. Ja. Hättet ihr gedacht, dass ihr euch so gut versteht, dass ihr so viel voneinander wisst, jetzt noch als längst erwachsen? Ja, schon. Also es wird uns auch von außen eigentlich immer wieder gesagt, dass das... verrückt ist, wie eng wir sind oder wie gut wir uns verstehen. Und für uns war es immer so, hä, wieso, ist doch irgendwie normal. Aber man lernt natürlich auch im Laufe seines Lebens Menschen kennen, die jetzt nicht so viel mit ihren Geschwistern zu tun haben oder die vielleicht auch gar keinen Kontakt haben und so. Und irgendwie haben wir dann gedacht, krass, okay, vielleicht ist das doch was Besonderes. Und dann haben wir ja einen Podcast zusammen gemacht. Und dann gab es eben diese Idee, die dann von außen kam, daraus eine Show zu machen. Und das funktioniert tatsächlich unglaublich gut, weil diese Spiele alle so viel Spaß machen. Und auch beim Zugucken, ich habe gestern haben wir die Sendung zusammen nochmal geguckt. Und das ist, also selber, selbst wenn man es schon mal erlebt hat selber, ist es immer noch spannend, nachher dazu zu gucken. Auch diese, eben was du sagst, dass man sich, wie man sich einschätzen muss und wo man sich dann ergänzt. Und das ist einfach... macht richtig Spaß. Ich bin Einzelkind. Ich kann es mir einfach gar nicht vorstellen, dass man einen Menschen, der so an einem dran ist, so mit durchs Leben einfach hat. Ja, das ist ja was ganz, ganz Tolles. Reinhold, du hast einen Bruder. Zwei ältere Brüder. Einer ist verstorben. Nicht mehr, aber ich voller Neid. Ich habe es eben deinem Bruder gesagt. Ich hätte so gerne eine Schwester gehabt. Und jetzt, wenn ich euch so sehe... Ich sehe das jetzt bei meiner Tochter und bei meinem Sohn zusammen, wie die matchen, was die zusammen machen und wie die sich verbinden miteinander. Ich hatte keine Schwester, habe eben neidvoll auf euch geguckt. So. Ja, und Tamina, was ist das bei dir? Ich habe einen jüngeren Bruder und war ganz ähnlich, wurde nicht entthront. Ich hatte auch dieses Konkurrenzding, was man ja oft hört, nicht. Und ich habe ein ganz ähnliches Verhältnis. Und der ist 2 Jahre jünger, 2,5 Jahre jünger und macht was ganz anderes als ich. Du bist Journalistin, ja. Mit vorzugsweise Reisejournalistin, großartig. Was macht er? Baut Flugzeuge. Oh, Design Flugzeuge, richtig. Aber das kann man doch gut kombinieren. Im weitesten Sinne, ja. Also der Design Flugzeuge, ich war mal bei ihm im Büro und habe vor diesen Plänen gestanden und habe 0, nichts verstanden. Also dieser Moment, wo du denkst, wir waren in einer Familie, wir sind zusammen aufgewachsen und jetzt macht der Sachen und ich könnte nicht einen Millimeter seiner Arbeit auch nur im Ansatz. Ich war bin mega stolz. Mhm. Ja. Wie ist das bei dir, Lisa? Ihr habt 2 Kinder, Schwester, Bruder. Seid ihr beide künstlerisch ambitioniert oder bist du diejenige, die diesen Weg geht? Also ich bin die, die nach außen geht. Mein Bruder ist genau 2 Jahre älter als ich und wir sind auch super eng. Also ganz, ganz schön, dass man irgendwie so viel teilen kann. Aber er ist ganz anders. Es ist philosophisch. Ich bin, glaube ich, eher so
so körperlicher und er ist sehr philosophisch, extrem klug. Und ja, wir gehen so ein bisschen unterschiedliche Wege. Okay, aber jetzt nochmal auf die Entwicklung, wenn man so gemeinsam größer wird. Wie war das, David, für dich, als sie, 4 Jahre älter, mit dem ersten Freund ankam? Eifersucht? Mordgedanken? Eifersucht? Auf wen jetzt? Ja, auf den Tuppes. Freund. Den Tuppes. War easy eigentlich. Ja, ich fand, Carolin hat mir erklärt, dass sie den toll findet und dann war okay. So einer bist du. Das ist ja einfach für dich gewesen. Ich glaube schon, oder? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ja, der eine hat auf jeden Fall... Wir reden vom ersten, das ist schon ein spezieller, nicht? Wir wissen beide, wer... Das ist auch der Nachteil, die wissen halt auch sehr viel über einen, diese kleineren Geschwister. Mehr als die Eltern, hoffentlich. Ja, das denke ich auch. Und dann bist du ja schon nach dem Abi, bist du als Praktikantin zu RTL und hast da zum ersten Mal diese Luft geschnuppert. Ja. War das für dich irgendwie was ganz, ganz Spannendes? Was macht die denn jetzt da? Also ich weiß auf jeden Fall noch, dass es irgendwie hieß, ja, die darf da jetzt vor die Kamera oder am Anfang war es auch so, was einsprechen, irgendwie synchronisieren und so. Und die haben irgendwie gesagt, sie wäre super witzig. Und wir haben alle gedacht, was? Okay, ja, mach mal. Ja, wir waren nicht so, ja klar, die ist ja hammerwitzig, sondern es war schon so irgendwie, erst habe ich gedacht, ja, okay. Und dann hat man sich halt angeguckt. Das war ja dann alles dann irgendwie Fernsehen, dann hat man auch gesehen, ja, ist irgendwie witzig. Aber es war jetzt nicht, dass ich meine, also das war nicht so super klar, dass jetzt die Karriere im Fernsehen losgeht. Das war schon. Aber dann, ihr habt den gleichen Beruf. Du hast ja auch relativ früh, du hast sogar Sketch Comedy studiert in New York. Das ja, bei Wikipedia steht studiert, genau. Klingt, heute studieren alle. Ja, ja, ja ich habe am Ende war es so ein Summer Workshop, aber das war in New York. Hey. Ja. Bachelor. Ich habe auch Bachelor. Ja. Ich habe dann auch nach diesem Workshop habe ich so gefragt, könnt ihr mir irgendwie so einen Wisch geben, dass ich so, was ich so meiner Bewerbung beilegen kann oder so. Und dann haben die gesagt, meint ihr wie ein Diplom? Ich so, ja, Diplom. Und dann mit so Geschnörkel, weißt du, und unterschrieben von dem Theaterchef. Ich so, ja, das brauche ich, genau. Ja. Dann hast du Wikipedia geschrieben. Das möchte ich beantworten. Ja, also genau, es war so. Sketch. Aber dann, ich meine, in dem Bereich auch anzufangen, wo deine Schwester so langsam zum Megastar wird, war dir das auch irgendwann mal einfach lästig? Dann nach dem Motto, du hast doch die berühmte Schwester. Ja, ich habe ja irgendwie, also im Privaten war es natürlich nicht lästig. Ich habe aber irgendwann gemerkt, ich bin auf die Bühne gegangen, es wurde anmoderiert als David Kebekus und da war direkt Geraune, Getuschel im Publikum und dann habe ich gesagt, ich habe ja noch gar nichts gesagt, lass mich erstmal, ich möchte meine Geschichte erzählen und dann hatte ich so das Gefühl, ich muss jetzt erstmal meine ersten 2 Minuten auf der Bühne von 5 ja, verwenden, um irgendwie den Namen aufzuklären und das hat mich irgendwie so ein bisschen gestört und dann bin ich 8 Jahre unter David Kebe aufgetreten und wurde nicht mehr. Da wurde nicht mehr getuschelt, als ich auf die Bühne kam. Und das habe ich so ein bisschen, ich fand es irgendwie nett, wenn ich so in Ruhe gelassen werde und einfach so mich selber entwickeln kann. Streitet ihr manchmal um Gags? Nur über die Eltern. Nee, wir machen aber manchmal, genau, wir hatten schon mal die Situation, dass ich habe Fernsehen geguckt und da war Carolin in der Sendung und da habe ich gesagt, die macht meine Nummer. Das war aber eine Geschichte, die... Wir waren beide dabei, als die Geschichte mit den Eltern war. Natürlich ist das nicht meine Nummer, wir erzählen beide... Was die Eltern Weirdes gemacht haben. Und ja, wir müssen uns schon ein bisschen absprechen manchmal. Also, redest du darüber, dass der Vater das... Ja, okay, dann rede ich vielleicht über die Mutter. Geht doch. Man sagt. Ja, man viel Potenzial bringt beide, deswegen kann man sich das so hin und her schieben. Na, jedenfalls ging es, wenn man die Preise kann man gar nicht aufzählen, die ja schon eingeheimst wurden. Aber jetzt diese neue Sendung auf ProSieben, wo es eben um Geschwister geht. Und ich werde nichts verraten, aber schon der Einstieg war Bombe. Ihr habt nämlich gewonnen. Es geht natürlich auch um Gewinnen. Also wer gewinnt die Spiele und welche Geschwister sind so? Und wir zeigen mal gerade einen kurzen Ausschnitt. Yeah. Wir sind geboren. Um Show zu machen. Ich weiß es nicht. Fuck, ihr Bitte! Ich habe mir auf jeden Fall schon mal gemerkt, wer ist. Das ist das Geheimrezept, um heute den Sieg zu erlangen. Alles, was ich mir vorher überlegt habe, hat nicht geklappt. Wir wollen natürlich auch ganz viel über euch als Geschwister wissen. Unsere frühen Kindheitsfotos sind schwarz-weiß. Es ist fast schon unverschämt, wie niedlich ihr als Kinder wart. Cool.
Das ist alles Idylle. Gibt es auch irgendwelche Knackpunkte zwischen euch, wo es dann wirklich auch mal so ein bisschen kriselte? In unserem Leben jetzt? Ja. Oh, nee. Also ja, es gab vielleicht mal so, also diese Phase, wo ich schon in der Pubertät war und der David noch war ich bei nervig? Blink. Nee, da war es, glaube ich, so, ich glaube, ich guck mal, was andere Jungs so machen. Und du hast dann noch, weiß ich nicht, mit Autos gespielt. Das ist vielleicht so eine Phase gewesen, wo wir jetzt nicht so viel zu tun hatten wie vorher. Aber es gab nie die Phase, wo wir uns irgendwie voneinander entfernt haben. Oder so. Ja, manche Geschwister gehen ja so auseinander, wenn irgendwie ein Geschwisterteil irgendwie studieren geht und in eine andere Stadt geht oder so. Aber das, wir waren immer beide in Köln und auch immer irgendwie 10 Minuten maximal auseinander gewohnt mit dem Auto. Also es gab nie auch die räumliche Trennung irgendwie nicht. Ja, aber irgendwann ist doch sie ausgezogen und du bist verwaist zurückgeblieben. Ja, das war schon irgendwie ein Einschnitt, weil die Karin war unterm Dach in dem Zimmer. Und ich konnte da immer hingehen, wenn mir langweilig war, wenn ich eine Frage hatte, wenn die Eltern genervt haben, wenn Fernsehverbot war, dann konnte ich immer hochgehen, mich da unterhalten lassen. Und das war schon dann weird, dass das dann so weg war. Das war schon ein bisschen zu früh, weil die Caroline war ja viel zu früh quasi schon im Job, kein Studium und dann Fernsehen. Deswegen zu früh Geld verdient und dann aus meiner Sicht auch zu früh ausgezogen. Das war alles. Ich war 20. Ja, also 20. Kann man mit 20 kann man ja wohl mal ausziehen. Ja, aber nicht, wenn man sich das alleine finanziert. Man muss. Ach so, also man muss mindestens noch 10 Jahre den Eltern auf der Tasche liegen, oder? Nee, aber ich fand das schon ein bisschen früh. Ich fange jetzt an zu arbeiten und ziehe sofort aus. Also Kölner Mieten. Also du merkst schon, da ist eine Wunde geblieben, die mittlerweile hoffentlich geschlossen ist. Aber ich habe eben nach ihm gefragt, dein erster Freund, seine Reaktion darauf. Wie war das, wenn der kleine Bruder, auf den hast du ja sicherlich auch aufgepasst, und dann hatte er die erste Freundin? Ich fand das schön. Hat mich gefreut. Gute Antwort. Ja. Wir gegen Sie läuft derzeit am Dienstagabend auf ProSieben. Meine Empfehlung ist, schön, dass ihr heute Abend hier seid. Und ein Herz und eine Seele. Danke euch. Wir geben Küsse.